Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Resident Evil Revelations. Wir haben hier eine Karte. Können wir nichts kaputt machen? Nein, können wir natürlich nicht. Eine Stadtkarte haben wir jetzt gekriegt. Wir konnten noch gerade so fliehen. Weißt du, ich bin froh, dass es dir gut geht. Gabe sagte, ihr wurdet getrennt. Ja, aber ich laufe schnell. Trainiere täglich. Also, was war das Ungeheuer da eben? Das war Pedro. Die Aufseherin hat uns irgendein Virus injiziert. Das Virus wurde in Pedro aktiv wegen seiner Furcht. Ich glaube, ich habe davon gehört. Ein Virus, das auf Furcht reagiert. Mann, wir sollen doch Menschen vor Viren beschützen, nicht selbst infiziert werden. Ironie ist echt scheiße. Moira, ich glaube, du kennst Neil noch nicht. Er ist unser Boss. Neil Fisher. Du bist Barry Burtons Tochter, oder? Dein Dad ist bei der BSAA. Wären Sie so nett und erwähnen Barry und mich nicht im selben Satz, Sir? Ich dachte eben, ich hätte da oben was glitzern sehen, aber das war wahrscheinlich nur eine Stromleitung, die gefunkt hat. Ja, echt mal, wie kann er nur? Sie und ihren Vater im selben Satz erwähnen. Wie geht das? Aber ich wette, der wird 100 pro noch zu einem Gegner. 100%ig. Also, dass ich dann nochmal gegen ihn kämpfen muss. Schon allein, weil dieses Teil, was wir weggestemmt haben... Weil dieses Teil, was wir weggestemmt haben, schon dann dieses X beinhaltete, wodurch er mit seinem Bohrer das aufgebohrt hatte. Und das wird, glaube ich, nicht besser. Der wird uns 100 pro nochmal begegnen. 100%ig. Pedro meinte, das Signal käme von hoch oben. Dort muss es sein. Das Turmding. Die Aufseherin ist vielleicht da drin. Finden wir es heraus. Ah, schlechte Idee. Wir sollten den Morgen abwarten. Bis dann enden wir vielleicht alle wie Pedro. Die Uhr tickt nie. Das stimmt, die Uhr tickt wirklich. Aber irgendwie klang das gerade nicht nach so einem menschlichen Knurren, also relativ menschlichen Knurren, sondern eher nach Hunden. Hunde in Resident Evil, was erstens was ganz Neues. Und zweitens, yay. Ich muss sagen, das Spiel ist wirklich gut, klar. Oh, nein, 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 nein. Das sind wirklich Hunde. Wenigstens sind die mit einem Schuss erledigt. Muss ich nur treffen, ne? Ich hab doch gesagt, das sind Hunde. Oder irgendwie sowas. Hunde-ähnliches. Sahen eher aus wie kleine Schweinchen, aber... Haben sich so abgehört wie kleine Schweinchen, aber ist in Ordnung. Erledigt? Ja, okay. Ah, ich brauche jemand anderen. Oh! Hey! Ist echt mal. Die können hier gar nichts. Ich sag's euch wirklich, der Pedro, der wird nochmal ein Gegner werden. Wie die da rumgeschleudert werden, echt mal. So, der ist erledigt. Der scheinbar auch. So, nächstes bitte. Ich komme gar nicht dazu, irgendwas großartig zu analysieren, zu sagen oder sonstiges, weil irgendwas ständig passiert. Kommt da wieder was? Nein? Gut. Das klang jetzt irgendwie nach Affen. Hatte irgendwo was gehört. Oh oh, da sind sie wieder. Das waren wohl die Bewohner der Insel. Wozu hat die Aufseherin eine ganze Insel in ein was auch immer verwandelt? Angenommen, sie war's.
bleiben die dort erstmal? Dann lasse ich sie nämlich dort. Ich weiß jetzt schon, dass ich es bereuen werde, aber gut. Und das heißt dann auch, dass ich mit Barry und Natalia auch nochmal in dieses komische Fischerdorf komme. Heilung! Cool, bei dem einen Typen ist es ja noch sogar grün, noch nicht mal orange. Also noch nicht mal irgendwie nervös oder so. Nähe! Komm! Ich komme später nach. Mach, dass ihr zum Turm kommt. Ist doch immer so. Kommt schon, ihr Freaks. Packt mich, wenn ihr könnt. Okay. Ehrlich gesagt kann man da eigentlich nicht durch. Aber ist in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung. Oh, jetzt bin ich wieder alleine. Also, mit Moira, klar, aber... Die macht das irgendwie noch mehr Spaß. Ist ein Fernseher oder sowas aktiv? Radio? Was habe ich denn jetzt mitgenommen? Alkohol. Warte mal, was kann man's machen? Mit Stoffdesinfektionsmittel. Okay. Ist jetzt die Sache, ne? Kombiniere ich es damit, damit ich ne... Ich kombiniere es mit der Flasche. Oh, hier ist noch irgendwas. Nochmal ein Stoff. Wo bin ich denn hier? Brauche Hilfe. Und hier ist irgendwas. Ich höre es jedenfalls schwer atmen. Ups. Nein, oh Gott. Oh, endlich mal getroffen. Und getroffen. Wo ist derjenige? Oder diejenigen? Vor allem, es wäre mal schön, Moira, wenn du dann auch wirklich mal blenden würdest, ne? Nur mal so ganz nebenbei. Schnell hin, schnell hin, schnell hin. Kick. Roundhouse Kick. Und jetzt so kaputt machen. Komm, das schaffst du noch, das schaffst du noch, das schaffst du noch, das schaffst du nicht mehr. Das schaffst du so. Ich will nicht unbedingt Munition verschwenden. Oh, ich sehe deine Waffe an der Wand. Oh, fuck! Nein, nein, aua, 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 aua. Nein, 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 komm doch was! Nein, nein, mir geht's nicht gut. Ich blute aber immer noch, ne? Nur mal so ganz nebenbei. Bist du tot? Okay. Nein. Ich blute.
Ich habe aber nichts, was das auffällt. Das ist das Problem. Ich kann das irgendwo hinpacken. Ah, guck mal da. Blutungen haben aufgehört, ne? Ja. Ja, einen Moment, ich nehme jetzt gleich die Waffe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, 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 ich wollt nur tauschen. Pistolenmunition. Da muss ich wahrscheinlich raus. Ah, warte mal. Die Kiste kann ich bestimmt auch dafür verwenden, ne? Moira, steh mir bitte nicht im Weg. Danke. Hier raus, ne? Ja. Da hinten sehe ich schon mal einen. Sei vorsichtig. Ja. Der ist doch ganz großer. Uns nicht. Das soll jetzt schön explodieren, genau. Das sind alles solche großen, ne? Scheiße. Ich hätte die vielleicht alle anlocken sollen, falls das geht. Und nicht zu meinem Tod führt. Rüber kann ich nicht. Da ist so einer. Oh, die anderen kommen jetzt auch. Oh, das ist ein Hund. Noch rennen. Schalalalala. Erledigt. Der Typ ist dort. Und das muss ich wegmachen. Warte mal, ich muss mich doch heilen. Erledigt. Der kleine Pyromat Head verschnitt. Der ist übrigens wirklich dem angelehnt, scheinbar. Habe ich irgendwo gelesen. So, jetzt kann ich noch ein bisschen rumgucken. Ob ich hier irgendwas noch Brauchbares finde. Wie mit Moira. Oh, guck mal, da ist wirklich was. Na gut, dass ich mein Kraut jetzt vergeudet habe, ne? Ah, da ist noch was. Irgendwo habe ich wieder so ein komisches... Ich glaube, ich höre die ganze Zeit einfach nur komische Geräusche, oder? Ohne, dass da was sein muss.
Oh, leere Flasche. Das ist auch gut. Dann kann ich nochmal mir so eine Köderflasche auf jeden Fall herstellen. Ich glaube aber, das war es erstmal, ne? Da kann ich hier irgendwo noch rein? Will ich hier irgendwo überhaupt noch rein? Okay. So, was haben wir? Das behältst du mal, das gibst du mir mal rüber. Dann kann ich das mal kombinieren. Das gibst du mir auch mal rüber. Danke. So, das muss in die Richtung. Sind das dahinter nur Dinger, die sich bewegen, oder? Also so Grashalme? Ja, es sind Grashalme. Na, da ist doch was. So angespannt. Bin so mega angespannt. Hallo? Natalia? Das Mädchen! Ja, wir haben sie im Gefängnis gesehen. Sie trägt einen Armreif. Glaubst du, sie gehört zum Experiment? Aufseherin auch kleinen Kindern Angst einjagen will, ist das echt pervers. Oh ja, aber sowas von. Dass die sich ja irgendwie begegnet sind, das wissen wir ja. Immerhin hat sie ja gesagt, Moira sei tot. Keine Ahnung, was da genau vorgefallen ist. Irgendwie habe ich gerade kein gutes Gefühl. Ich höre so ein komisches Blubbern die ganze Zeit. Okay, hier geht es definitiv nicht weiter. Eine andere Seite verschlossen. Dann können wir ja nur unten weiter, ne? Es ist so dunkel. Moira! Moira ist so gut. Da unten ist auf jeden Fall irgendwas. Oh, da ist irgendwie. Oh, Claire. Ich leuchte das mal an. Ach komm, ich stelle mich in den Weg. Ich habe kein gutes Gefühl. Wow. Wieso habe ich das Gefühl, du explodierst gleich? Scheiße. Also jetzt wird er erstmal abgelenkt. Der ist tot. Ist aber wirklich beruhigend, dass die Musik immer mir sagt, hey, guck mal, da kommt was. Und der so ganz langsam einfach um die Ecke schleicht. Oh je, oh je, oh je. Ich glaube, ich bin recht still, ne? Aber ich bin auch mega angespannt. Bin richtig, richtig mega angespannt.
Oh, es hat gezählt, Gott sei Dank. Oh, ein Schrotflinten-Munitionshalter. Schrotflinten-Munition. Oh, oh, hier gibt es irgendwo wieder so ein explosives etwas. Aber hä, wo denn? Vielleicht nebenan? Es fängt jetzt schon an, Geräusche zu machen. Oh, oh, ich habe Angst. Ach. Na, komm her. Noch irgendwas? Nein. Ich will nicht weiter. Oh. Hallo. Geht's dir gut? Ich wollte wegrennen. Ich erwische immer dieses Blöde für die Sekundärwaffe. Immer. Kann ich das? Ich lege das vielleicht um. Wenn sie von Flüssigkeiten getroffen werden, gelangen sie in Sichteinschränkungsstatus. Während sie in diesem Status sind, ist ihre Sicht verschlechtert, wodurch es schwieriger wird zu kämpfen. Benutzen sie Desinfektionsmittel im Objektbildschirm, um ihre Sicht wiederherzustellen. Wenn ihr Partner ein Desinfektionsmittel im Inventar hat, wird es automatisch benutzen, um ihnen zu helfen. Schön. Ich habe kein Desinfektionsmittel. Wollte ich nur mal erwähnt haben, ne? Ich habe auch kein Dings mehr. Keine Heilung. Das kann ich nur übergeben oder wegwerfen. Hey, das wollte ich gar nicht jetzt übergeben. Oh, warte mal. Nein. Ich habe zwar eine leere Flasche, aber nichts, womit ich es kombiniert. Ach, guck mal, der Sichtstatus geht auch von alleine weg. Ach, guck mal, hier kriege ich jetzt Desinfektionsmittel auch noch. Ergebnis der Probe des Probeexperiments. 8. November 2009. Die letzte Probe wurde unter fast finalen Konditionen durchgeführt. Dieses Mal wurden 11 Kandidaten mit Sensorarmreifen ausgestattet und dann für unterschiedliche Zeitintervalle extremen emotionalen Stress ausgesetzt. Ergebnis 3 stammen sofort, die restlichen 8 mutierten schließlich ab. Einen gewissen Punkt und wurden dann beseitigt. Das Experiment endete also ohne, dass eine der Testpersonen ihre Angst überwinden konnte. Oh, da unten ist irgendwas. Und das wieder für kleine Hände. Irgendwo war doch hier was. Das hat doch geglitzert. Ich weiß, das ist doch ganz da. Ein grünes Kraut, Gott sei Dank. So, für kleine Hände. Da komme ich nicht durch. Oh, da glitzert nochmal was. Das heißt, hier mit Natalia werden wir ja auch noch herkommen. Es kann sein, dass sie dann einen hier so lang schickt. So nach dem Motto, ja, ich habe sie hier gesehen, etc. pp. Das wäre ganz gut möglich. So. Die übergebe ich jetzt gerade mal. Und das da kombiniere ich mit dem hier. Dann hat das Dings Moira auch. Das da kann ich noch übergeben. Und das hier kann ich kombinieren mit dem. Oh, das sind dann 3 grüne Kräuterchen. Übergeben. 1 zumindest schon mal. Weil ich gleich 1 benutzen werde, kann ich eigentlich noch 1 übergeben. Ach Mann, und wenn ich jetzt auch noch die richtigen Tasten geben würde. So. Warum war da, dass man... Wie gesagt, richtige Tasten, ne? Ach so, kombinieren wahrscheinlich nur mit den anderen grünen Kräuterchen. Ja, ist klar. Okay. Ach, jetzt bin ich hier. Kann ich schon mal aufschließen? Mit Mara kann ich mich noch umsehen, ob ich hier irgendwas... zum einen Glänzendes finde.
Oder irgendwas anderes noch. Wie so eine Kafka-Zeichnung oder so. Haben wir schon mal Stoff gefunden? Okay. So, dann öffnet sich das jetzt schon mal. Es bleibt nicht lange auf. Um da durchzukommen, müssen wir schnell sein. Oh Gott, wie war denn das nochmal mit dem Bleib hier und sowas? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss doch mal gerade nachgucken. So, ich weiß wieder, wie das geht, aber ich habe auch gerade bemerkt, dass die Folge schon wieder so extrem überfällig ist, von der Länge her. Deswegen, ich mache einen Schnitt. Wir sehen uns das nächste Mal dann wieder. Bis dahin, tschüss, eure Time.